Eine Berufung zur Weinbergsarbeit für den Herrn erfordert mehr als ein verstandesmäßig erworbenes Wissen. Es erfordert ein von Gott gelehrt sein. Wären sie aber von Gott gelehrt, dann gäbe es wahrlich keine Meinungsverschiedenheiten. Dann würden alle Diener des Herrn das Gleiche lehren. Und es könnte keine verschiedenen Geistesrichtungen mehr geben. Und doch nimmt jeder Einzelne das Recht für sich in Anspruch, Wahrheit zu vertreten. Und fast alle stützen sich auf die Schrift, das Buch der Bücher. Und doch lernen sie verschieden. Das Wort aber bleibt immer das Gleiche und nahm von Gott seinen Ausgang. Sollte also Gott wohl seine Vertreter verschieden belehren, wenn alle glauben, durch das Wort von Gott gelehrt zu sein? Denn niemand kann abstreiten, dass sich die Vertreter vieler Glaubensrichtungen widersprechen, dass sie aber alle mit der Schrift ihre Lehren zu belegen suchen. Diesen allen aber sei es gesagt, dass nicht die Kenntnis der Buchstaben genügt, um Wahrheit aus ihnen zu entnehmen, sondern dass Gottes Geist sie zuvor erleuchten muss und dass diese Erleuchtung durch den Geist unbedingte Voraussetzung ist, von Gott selbst für ein Lehramt auf Erden berufen zu werden, auf das den Mitmenschen die Wahrheit zugeleitet werde, die nur der Geist aus Gott übermitteln kann. Bedenkt doch, dass auch das wertvollste Buch für euch verschlossen sein kann, wenn es euch nicht zuvor entschlüsselt wird. Und darum sollt ihr, die ihr zu lehren euch berechtigt glaubt, euch nicht immer berufen auf ein euch noch verschlossenes Buch, zu dem ihr noch nicht den Schlüssel gefunden habt, einem erweckten Geist, der euch in alle Wahrheit leitet. Ihr müsst alle von Gott gelehrt sein, und dann erst werdet ihr auch den Mitmenschen Wahrheit bringen können. Ihr könnt aber so lange nicht euch als von Gott gelehrt betrachten, wie eure Ansichten sich widersprechen. Und es liefern die vielen verschiedenen Geistesrichtungen dafür den Beweis, dass sie, obgleich sie alle aus einer Quelle zu schöpfen vorgeben, den rechten Quell noch nicht gefunden haben, denn da ist Gott, das lebendige Wort, der sich offenbart allen, die es ernstlich wollen, von Gott belehrt zu werden. Amen.